soll also auch kommen. 30.000 Quadratmeter, 17.000 Kubikmeter, eine Anlage in Feldbach, die relativ weit ist in der Steiermark, 28.000 Quadratmeter Kollektorfläche, 100.000 Kubikmeter Wärmespeicher. Und in Mürzzuschlag geht es jetzt in Richtung 5.000 Quadratmeter und 260 Kubikmeter. Und der solare Deckungsgrad ist hier in Salzburg klein, aber in Feldbach 46% und in Mürzzuschlag 60% Sommerdeckung. Das heißt, das ist schon was Wesentliches, das ist nicht nur irgendwelche Peanuts, das sind also schon gewaltige Sachen. Und was natürlich schon, also auch mich überrascht, sind also die Preise von 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Ja? Bei diesen Anlagen hier 3,7, oder das ist Euro pro Megawattstunde, aber es sind 3,7 bis 4,8 Cent pro Kilowattstunde. Damit kann man also schon, auf jeden Fall mit der Stromdirektheizung, mit der Wärmepumpe sind wir knapp dran, wir sind also aber auch mit dem Gas schon relativ dran. Und das sind einfach Maßstäbe, von denen wir nicht geträumt haben. Was wir also in der Solarthermie gemacht haben, ist eine massive Kombination mit anderen Technologien, und das sind also sehr viel mit Wärmepumpen. Solarenergie allein bringt also diese Speichersachen nicht zusammen. Also Wärmepumpenkombination mit Solarenergie. Die Wärmepumpe hat im Winter natürlich, wenn sie mit Außenluftfahrt, die schlechtesten Leistungszahlen, weil es also, wenn es kalt ist, braucht man am meisten Energie, dann ist es außen kalt. Wenn Sie da also hineinfahren mit einer Solarenergie, mit einem Speicher, da gibt es also IKEA-Logistik zum Beispiel in Wien, hat also 42.000 Quadratmeter Grundfläche, 1.300 Quadratmeter Solarabsorger und eine Heizlast von 2,3 MW. Und der solare Deckungsgrad mit dieser Kombination wird also 40% sein oder 30-40%. Das heißt, wir kommen mit diesen kombinierten Techniken schon sehr weit. Ne? Wärmepumpen spielen also die große Rolle jetzt, der Kombination erneuerbarer Energie mit hoffentlich erneuerbarem Strom. Brauche ich nicht erklären, ist glaube ich den meisten Leuten hier klar. Interessant ist auch, dass Big Solar auch eine Wärmepumpenkombination ist. Ja? Also Big Solar, so wie es geplant ist in Graz, knapp eine halbe Million Quadratmeter Solarfläche, knapp 2 Millionen Kubikmeter Wasserspeicher. Die Solaranlage speichert teilweise im Sommer in das Grazer Netz rein, aber wir brauchen im Grazer Netz nicht sehr viel Sommerwärme, weil wir Industrieabwärme drinnen haben und schon Solarflächen in der Stadt. Und die andere Wärme geht in den Endspeicher, der also von Erdspeicher, der von, also ein Wasserspeicher in der Erde, der von 20 bis auf 90 Grad raufgeht. Und das geht dann nur sehr teilweise in das Fernwärmenetz im Winter, weil uns die Temperatur nicht mehr reicht, sondern wir gehen dann über das gleiche Netz nach Graz hinein, wo der Gaskessel steht, und fahren mit einer Wärmepumpe hinauf und fahren dann also mit einer Leistung, mit 200 Gigawattstunden Wärme aus der Rauchgasunterkühlung und 156 Gigawattstunden aus dem Speicher raus, fahren wir dann also hinauf in die 383 sind das Gigawattstunden. Das heißt, die Kombination von Wärmepumpen, vor allem auch Absorptionswärmepumpen mit der Abwärme und Solarwärme, das sind also schon ganz spannende neue Konzepte. Ja, das gibt es also. Ja, eine andere Kombination, auch mit der Speichertechnologie, Solarwärme mit Speichertechnologie, entweder Untergrundspeichern oder in das Solarwärme. Liefering Salzburg würde nichts erzählen drüber, weil ich habe da am Nachmittag im Programm was gesehen. Ein großer Arbeitsbereich von uns ist industrielle Wärme, dass wir da hineingehen. Es gibt also Projekte auf der Ebene Energie, IAA, International Energieagentur, das SHIP heißt der Solar Heat in Industrial Processes. Es gibt also schon hunderte Anlagen in Industriebetrieben, die sehr groß sind und so weiter. Die erfordern Prozessumstellungen, weil wir müssen die Temperaturen herunterbringen, die Prozesstemperaturen auf niedrigere Niveaus bringen, erfordern auch eine ganz große Kombination mit dem Wassermanagement und dem anderen drum und dran. Ein kleines Beispiel mit ATS in der Steiermark arbeiten wir jetzt auf der Wasseraufbereitung und auf der Badpflege mit Solarenergie und Abwärme. Schaut also so aus, dass dort Vergoldungsbäder sind, wo die vergoldeten Leiterplatten werden gespült und gereinigt. Das Abwasser geht dann in eine Membrandestillation
Wir produzieren wieder Klarwasser für die Spüle und die Leiterplatten gehen so durch. Und das Schöne daran ist, da hier diese Membrandestillation als Niederdruck-Niedertemperaturprozess kann mit Solarwärme gefahren werden und im Winter mit Abwärme. Das heißt, wir gewinnen, wir behalten das Gold im Bad und wir holen das Wasser raus und das Ganze mit Niedertemperaturwärme von 50, 60 Grad. Ja, wer sich für Forschung interessiert, nächstes Jahr gibt es wieder die große ISEC-Tagung in Graz, Renewable Heating and Cooling, Integrated Urban and Energy Energy Systems. Wir planen gerade, der Call for Papers kommt jetzt in den nächsten Wochen heraus. Ja, worum geht es heute? Wir müssen die Systeme noch immer vereinfachen. Eine Photovoltaik am Dach ist viel einfacher als eine Solarthermie. Ich brauche keine Pumpen, ich brauche kein Wasser, ich brauche kein Frostschutzmittel und so weiter. Also das ist noch immer zu kompliziert. Ja. Wir haben jetzt sehr viel im Gebäudebereich auch die Frage der Klimatisierung. Immer mehr im gewerblichen Bereich sowieso, aber auch im Wohnbereich. Ja, immer mehr, es wird wärmer, die Leute werden mehr Komfort, die Wohnungen in den oberen Geschossen müssen gekühlt werden. Wie schaffen wir da eine gute Verbindung? Speicher, wir kommen auf hohe Jahresdeckungsgrade nur, wenn wir eine Speicherbrennung haben. Wasser ist halt billig, aber wird halt sehr groß. Ne? In der Industrie müssen wir also schauen, dass wir die Trenntechniken auf ein niedriges Niveau kriegen, wo wir mit erneuerbaren Energie reinfahren. Und die Systemintegration in Wärmenetze, Energienetze, Sie haben das schon erwähnt, in den Wohnsiedlungen ganz wichtig. Wir haben versucht, einmal zu schauen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Bebauungsdichte und Heizwärmebedarf, welche Technologien hineinbauen. Weil bei Heizwärmebedarf ist es anders, ob ein Neubau hat oder ob eine Altstadt hat, aber ein existierendes Haus. Und die Bebauungsdichte hat einen großen Einfluss, ob ich mit einer Fernwärme fahren kann oder nicht, ob ich nur alle 200 Meter 2 kW verkaufen kann, weil ich keine Leitungen lege. Und da gibt es verschiedene Technologien, von Biomasse bis hin zu den bei Wärmepumpen und Vollsolar und auch Passivhausbau natürlich. Ne? Ganz kurz, was auch noch läuft, ist also jetzt auch im Sinne der Bewusstseinmachung, dass wir also Befliegungen machen. Geht das nicht? Okay. Mal schauen. Okay. Sollte irgendwo ein Video sein? Geht nicht? Okay. So. Jetzt kommt's. Oder? Mal ein technisches Problem. Ja. Das ist eine Befliegung in Graz, in der Gegend Gleisdorfer Gasse Jakomini-Platz, wo man mit Drohnen und Thermokameras drüber fliegt, um den Leuten also sozusagen die Energielecks zu zeigen. Und das ist eine sehr einfache und sehr schnelle Möglichkeit, also zu schauen, wo kann man etwas machen und was tun. Und das ist auch für die Leute vom Verständnis her, ja, schauen ist noch immer das Zweitbeste, ne? Angreifen, schauen, hören. Und das ist also dann, dass man wirklich versucht, das also zu machen. Kommt es noch einmal? Jetzt kommt es dafür zweimal. Ja. Wir haben auch über Gleisdorf, oder das wird angeboten jetzt in verschiedenen Sachen. Ne? Dann möchte ich kurz noch an Ihren Vortrag anschließen. Die Kurve, glaube ich, haben Sie gezeigt in einem anderen Maßstab. Das ist also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ich habe da hinten also noch die Gigatonnen dazu geschrieben. Um welche Mengen geht es das? Es ist so, dass eigentlich nur 1-2% des Kohlenstoff in der Atmosphäre sind, ne? Den wir global haben. Ist ja nicht so viel, aber es ist sehr sensibel. Und wenn man das also herausvergrößert die letzten Jahre, dann sieht man, dass also im Jahre 18 auf 19 war also der größte Anstieg, den wir jemals gehabt haben. Ja? Diese Kurve ist zackig. Warum? Weil die meiste Photosynthese geschieht auf der Nordhalbkugel. Ja? Der brasilianische Regenwald ist da nicht drinnen. Vielleicht kommt er jetzt mit den Feuern dazu, weiß ich nicht, wahrscheinlich, ja. Aber im Prinzip haben wir in der Nordhalbkugel haben wir die Jahreszeiten, wir haben 4 Monate Photosyntheseproduktion und 8 Monate Wiederabbau. Würde also heißen, wenn wir keine fossilen C emittieren würden, dann würde es also im Großen und Ganzen jedes Jahr so auf und ab gehen. Ne? Was wir machen mit der Emission von fossilen Kohlenstoff, wir vermindern einerseits den Abbau, weil wir auch in diesen 4 Monaten C emittieren, fossiles C emittieren, und wir erhöhen dann natürlich den Aufbau, weil wir in den restlichen 8 Monaten auch noch eine ganze Menge fossile Energie hinaufziehen. Ne?
Daher, der Abbau, der normale Abbau, sind 7 Gigatonnen CO2 pro Sommer, können wir sagen. Das ist eine Menge, die wir technisch mit CCS-Technologien nie erreichen werden. Das wären so riesengroße Anlagen, die wir nicht betreiben können. Ja? Also wir haben eine Carbon Capturing-Technologie, das ist die Photosynthese und die ist unschlagbar. Ja? In der Menge, in der Verfügbarkeit und schön ausschauen tut es auch noch. Ja? Das heißt also, was machen wir jetzt da? Und dann bin ich ganz bei Ihnen, wenn man uns das anschaut jetzt. Okay, der brasilianische Regenwald hat auch solche Kurven, aber täglich. Ja, der hat die Photosynthese am Tag und in der Nacht. Und die Viecher, die Blätter fressen, die verdauen das wieder. Und in der Nacht also mache ich das wieder zurück, schaut das dann so aus. Wir haben tagsüber, machen wir aus CO2, also wir, die Photosynthese macht aus CO2 und Wasser, macht sie Sauerstoff und irgendwelche Kohlenwasserstoffverbindungen, Zellulose, Zucker, Fette und Säuren und alles Mögliche. Und in der anderen Zeit, der anderen 8 Monate, veratmet das System das selber wieder. Ja? Das heißt also, der Regenwald, wenn er nichts anderes tut als das, produziert keinen Sauerstoff. Netto. Er verbraucht nämlich selber wieder. Ja? Außer, ja, es gelingt es, und Sie haben das aber jetzt gelingt, und den Kohlenstoff irgendwie zurückhalten. Weil ich kann aus CO2 nicht O2 machen, wenn ich das C irgendwo hingebe. Ne? Und da haben wir jetzt also Möglichkeiten, und das eine ist einmal, man geht in den Boden hinein, ja. Wir haben also sehr viel verhaut schon in den Böden und sehr viel Kohlenstoff ausgegeben. Ich gehe in die Kohle hinein, ja, das haben die Urwälder irgendwann einmal gemacht. Momentan ist die Kohleproduktion minimal, wenn überhaupt da, ne. Oder ich entziehe dem Ding Holz, ja, in Bauteilen, in Dachstühlen, oder im schlimmsten Fall, ich grabe das Holz ein. Ja, es sollte so eingegangen werden, dass es nicht mehr Metan freisetzt oder irgendwas, aber muss man nur diskutieren, oder ich verkohle es vorher. Und wenn ich mir das jetzt anschaue von einer finanziellen Seite, wir können aus einem Festmeter Hackgut mit ungefähr 500 Kilo Trockensubstanz, haben ungefähr 250 Kilo Kohlenstoff, und wenn wir das ins CO2-Äquivalent umrechnen, komme ich fast auf eine Tonne CO2, die in einem Meter Hackgut drinnen ist. Ne? Ein Meter Hackgut kostet jetzt ungefähr 25 Euro. Und was ist der CO2-Preis? Auch ungefähr 25 Euro momentan. Ja? Das heißt, wir können betriebswirtschaftlich sinnvoll in Australien, in China Kohle rausbuddeln, über die halbe Welt verschiffen, verbrennen, in Österreich mit der Photosynthese wieder herausholen und in die Eingraben, und das betriebswirtschaftlich für alle ein Gewinn. Oder? Und dann muss man, solange das System so ist, dann können wir also alle unsere anderen Sachen vergessen. Das ist einfach so schwarz. Heute her beim Herfahren habe ich noch die ORF-Seite aufgemacht. Die neue Energiekommissarin Estin Candy Simpson sagt, kompletter Kurswechsel. Ja. Es geht nicht darum, dass wir besser werden, wir müssen anders werden. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja. Aber es ist einfach, um die Ziele zu erreichen, ist also ein kompletter Kurswechsel nötig. Das ist also das, was wir halt eigentlich diskutieren müssten. Und noch am Schluss ein Zeichen des Scheiterns. Ich habe immer gesagt, ich bin dann erfolgreich gewesen, wenn man mich nicht mehr braucht. Ja? Solange wir einen Verein brauchen und eine Preisverleihung für Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, solange sind wir gescheitert. Ne? Ich wünsche also allen Preisträgern alles Gute. Ja. Ich wünsche mir, dass wir über Selbstverständlichkeiten reden, die gar nicht mehr wert sind, dass wir darüber reden. Dankeschön. Also wir danken dem Professor Schnitzer und natürlich dem Professor Dröge für die Vorträge, und wir würden jetzt die Podiumsdiskussion organisieren mit den Teilnehmern, die hier sind. Und wenn jemand sich schnell einen Kaffee oder einen Apfelstrudel oder einen Topfenstrudel nehmen will, bitte jetzt das zu machen. Die Podiumsdiskussion soll aber gleich in 5 Minuten anfangen. Und der Herr Bernhuber wird die Podiumsdiskussion leiten. Und als Vertreter der Politik haben wir uns gedacht, den
Herrn Litschauer zu nehmen für die Grünen. Und wir haben noch einen SPÖ-Gemeinderat, den Herrn Hauerstöger. Und wir haben für die ÖVP, habe ich mir gedacht, eventuell den Sedlmayr, wenn er bereit ist, das zu machen. Und wenn jemand von der FPÖ da ist oder jemand, der sich berufen fühlt, die FPÖ hier vertreten zu können, weil der Bezirksvorsteher hat an sich von Simmering zugesagt, dass er kommt, aber wir haben ihn noch nicht gesichtet. Also wenn da jemand wäre aus Simmering, der das machen könnte, dann wären wir auch dankbar. Und sonst von den Neos, wenn jemand da ist oder jemand, der das machen könnte, wären wir auch dankbar. Und dann machen wir eine zweite Runde mit der Wissenschaft. Da würden wir den Herrn Professor Lang bitten, glaube ich, und den Professor Tröge und den Professor Schnitzer, wenn er uns noch erhalten bleibt. Und den Architekten Reinberg, genau, das wäre auch eine gute Idee. Idee, wo ist es? Also, wenn ich jetzt die Erstgenannten, die politischen Vertreter bitten darf, sich da vorne zu platzieren. Also den Martin Litschauer und den Herrn Hauerstöger und den Sedlmayr. Bitte sehr. Mir ist beides recht, ich überlasse gerne die Moderation. Wir sind die Moderation machen, die Fachleute, er soll als Fachmann. Er soll als Fachmann teilnehmen. So, also bitte, wenn jeder seinen Kuchen und Kaffee hat, bitte wieder niederzusetzen. Wir beginnen gleich mit der Podiumsdiskussion der politischen Vertreter. Der Hans-Otto Schmidt, unser langjähriger Vorsitzender, übernimmt jetzt dankenswerterweise die Moderation. Und wir haben eben einen Vertreter der Grünen, den Martin Litschauer, einen SPÖ-Gemeinderat aus Margareten, den Herrn Hauerstöger, und einen